Wie ist der Sommer für Ihnen und Rammstein auf Tour bislang gegangen? Wir haben bestimmt 13, 14 Konzerte gespielt und auf 12 hat es geregnet. Okay. Also der Grund für dieses Interview ist Ihre Autobiografie, Der Tastenficker, die 2015 veröffentlicht wurde und jetzt endlich auch in Finnisch übersetzt ist. In dem Buch sagen Sie aber, dass Sie eigentlich nicht Biografien lesen wollen. So, also warum haben Sie das geschrieben? Das Buch ist auch keine Biografie. Es ist eine Erinnerung an ein paar Sachen, die mir im Leben passiert sind und ein paar Gedanken, die ich mir heutzutage mache. Insofern ist es keine zeitlich geordnete Biografie in dem Sinne. Und ich habe das geschrieben, weil ich habe mal wissen wollen, wie es ist, wenn man ein Buch schreibt, weil ich kenne es aus Erzählungen, dass alle sagen, die Kinder sollen still sein, der Papa schreibt. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, zu wissen, wie das ist, wenn man schreibt. Und ich muss sagen, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe die Biografie gelesen von John Peel. Und das war der auch die deutsche Musik im Wesentlichen beeinflusst hat, weil er ganz viel Punkmusik und Untergrundmusik gespielt hat im Radio. Und der hat mit seiner Biografie angefangen, sie zu schreiben, und nach 2 Kapiteln da war er tot. Und das fand ich so traurig, da habe ich gedacht, ich schreibe lieber schnell die Biografie, bis ich sie noch schaffe aufzuschreiben. Okay. Der Name des Buchs, Der Tastenficker, ist ganz auffällig. Ist es wirklich so, dass alle Keyboarder in Ost-Berlin so genannt wurden? Nicht nur in Ost-Berlin, eigentlich in der ganzen DDR. Und es war eher ein abfälliger Begriff, wie ein Schimpfwort. Also es war jetzt nicht ein guter Keyboarder, aber kein Tastenficker. Ein Tastenficker ist einer, der auch schlecht spielt. Okay. Sie schreiben gar nichts über Rammstein in dem Buch. Nur einige Sätze am Ende des Buches. Gibt es einen Grund für das? Ja, über die Geschichte mit Rammstein habe ich ein extra Buch geschrieben, was 24 Stunden im Leben einer Band, also einer Live-Band erzählt. Und da habe ich aber viele Erinnerungen, die an verschiedenen Tagen passiert sind, auf einen Tag zusammengepackt, mit spannender ist. Okay. Das Buch folgt keine chronologische Reihenfolge, was ein bisschen untypisch für eine Biografie ist. Wie war der Schreibprozess eigentlich? Ich habe die Sachen in genau der Reihenfolge aufgeschrieben, wie sie mir eingefallen sind. Und wenn mir Sachen von einer früheren Kindheit erst später eingefallen sind, als sie davor, habe ich sie da später geschrieben. Und das Buch ist jetzt so, wie es jetzt hier ist, es ist genau dieselbe Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe. Also ich habe nicht erst ein Kapitel gemacht, was weiter hinten ist oder so, sondern ich habe es genau exakt mit dem angefangen, was der erste Satz ist. Okay, ja, in neuen Städten gehen Sie gern spazieren. Haben Sie hier in Seenöki Zeit gehabt, spazieren zu gehen, oder haben Sie jetzt nur hier im Hotel gewesen? Bis jetzt bin ich nur im Hotel gewesen, aber ich gehe heute noch los. Also wenn wir jetzt hier fertig sind und wir spielen erst 23.30 Uhr, habe ich bestimmt noch 2-3 Stunden Zeit. Und ich gucke jetzt auch schon ein bisschen unruhig und überlege schon, in welche Richtung ich gehen werde. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir in der Stadt gewohnt, in Seenöki. Da bin ich immer zu Fuß vom Hotel zum Konzert gegangen. Okay. Und es hat ganz viele Terroranschläge in Europa in den letzten Jahren gegeben. Weil Sie viel fliegen, müssen Sie ganz viel Zeit auf Flughäfen verbringen. Hat diese Ereignisse Ihre Angst vor dem Fliegen verschlimmert oder haben Sie schon an das Fliegen gewöhnt, weil Sie das so häufig machen? Niin, että pidät aina tästä kiinni, kun on, että se ääni on huono. Wenn man so oft fliegt wie wir, dann kann man da einfach keine Angst mehr haben, sonst könnte man das gar nicht machen. Wenn wir ein Wochenende spielen, also wie jetzt, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, müssen wir 4-mal fliegen in einer Woche. Und wenn ich da Angst hätte, würde ich das gar nicht mehr schaffen. Das würde gar nicht gehen. In dem Buch sagen Sie, dass Sie eigentlich nie ein sehr talentierter Keyboarder gewesen sind. Wie viel üben Sie heutzutage? Das Spielen? Oder üben Sie? Das ist eine fiese Frage. Also
die Lieder von Rammstein, die kann ich spielen. Da kann man mich nachts wecken, mit nachts um vier. Ich kann auf ein Bett springen und die sofort spielen, weil die spielerisch auch nicht so anspruchsvoll sind. Da kommt es mehr auf die Idee an oder so, wie man sich das einfallen lässt und auf den Sound. Wenn ich übe, dann übe ich richtig so klassische Klavierstücke. Und da habe ich viel Freude dran, aber das nützt mir bei Rammstein nicht viel. Wenn ich die Stücke spielen kann, natürlich werde ich bei Rammstein nicht besser oder so. Okay, danke. Sie sagen, dass Sie oft beraubt und betrogen wurden, weil Sie so naiv sind. Bereuen Sie etwas? Nein, überhaupt nicht. Also auch wenn meine Geschäfte oder so schief gingen, hat viel Zeit dabei ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also nee, bereuen tue ich nichts. In der Biografie sagen Sie, dass Sie jetzt sehr glücklich mit Ihrem Leben, mit Kindern, Ihrer Frau und Ihrem Band sind. Haben Sie noch einige persönliche oder berufliche Ziele, die Sie erreichen möchten? Eigentlich nicht, weil ich habe schon viel mehr erreicht, als ich je gedacht hätte, dass es das überhaupt gibt. Also ich hielt mich mit der Band schon vor erfolgreich, wenn wir zu DDR-Zeiten vor 100 Mann gespielt haben. Da dachte ich schon, ich bin der Größte, wenn man da auf der Bühne stand, das Licht ging an und das Konzert fing an. Dass man dann auch vor so vielen Leuten spielen kann, wie wir das jetzt tun, wusste ich gar nicht. Also das ist so, als hätte man mir gesagt, ich fliege zum Mond oder so. Und deshalb sind meine Wünsche so weit übertroffen worden, dass ich gar nicht hinterherkomme, also noch irgendwas Neues zu wollen, weil es ist schon mehr passiert, als ich denken konnte. In Ihrem neuesten DVD in Amerika wurden Sie festgenommen in den USA. Denken Sie, dass es sich gelohnt hat, in den amerikanischen Märkten Erfolg zu suchen? Eigentlich nicht. Im Prinzip war das eine Schnapsidee von anderen Bandmitgliedern, die dachten, um wirklich erfolgreich zu sein, muss man nach Amerika fahren und da immer spielen und versuchen, sich so anzubiedern. Und ich glaube, wenn wir nicht so oft hingefahren wären, hätten wir jetzt genauso viel Erfolg da, weil sich das so von Europa her so durchgesetzt hätte oder so. Wir haben viel Zeit und Energie gegeben, um da immer zu spielen, als die Leute das noch gar nicht so interessiert hat. Also wenn man irgendwas erzwingen will, klappt es eigentlich seltener, als wenn man locker ist und die Sachen auf sich zukommen lässt. Missä vaiheessa olet menossa? 15. Onko kysynyt kaikki alusta asti? Oh, on. Okei. Okay. Zum Schluss, wenn es für Sie okay ist, möchten wir ein bisschen über die gegenwärtige Situation und auch die Zukunft von Rammstein fragen. Sie haben ein neues Lied, Raum 4, in Ihren Auftritten gespielt. Ist das eigentlich ein neues Lied von Ihnen oder was ist das? Es ist ein neues Lied, was aus Textzitaten besteht von unseren Liedern, die neu zusammengesetzt wurden und dadurch einen neuen Sinn ergeben. Wobei der Sinn eigentlich in dem Satz liegt, wir sind wieder da, um der Welt zu zeigen, dass wir noch zusammen sind und noch zusammen spielen und noch zusammen Musik machen. Und wir haben auch gelesen, dass ein neues Rammstein-Album im Werk ist. Wie weit ist der Prozess jetzt und was für ein Material können die Fans erwarten? Wir haben angefangen, Lieder zusammenzusuchen und Ideen zu entwickeln. Und man kann schwer einschätzen, wie weit man wirklich ist, weil an manchen Tagen findet man alles ganz toll und an manchen Tagen wird man am liebsten nochmal von vorne anfangen. Deshalb gibt es keinen objektiven Stand, wie weit wir jetzt sind. Aber wir werden im Herbst jetzt weitermachen und sehen, wann wir fertig werden. Okay, ich denke, dass alle Fragen haben, wir alles gefragt haben. Wir möchten Ihnen viel für dieses Interview danken. Gibt es etwas, was Sie den finnischen Fans sagen möchten? Ach, wir freuen uns einfach, dass wir hier spielen können und haben in Finnland immer sehr treue
und tolle Fans gefunden. Also in Helsinki und in den Konzerten in Finnland waren immer schon ausverkauft, bevor in anderen Ländern die uns mitbekommen haben. Die Finnen waren immer schon ein bisschen eher und ein bisschen schneller als manche andere Länder.